Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video, Part 2 aus der Reihe mit dem Thomas zusammen. Heute steht das Thema Drops an und ihr wisst ja vielleicht aus dem ein oder anderen Video, Drops ist so mein, ja, ach, ich will nicht, ja, ich will nicht sagen Albtraum, aber ich fühle mich einfach nicht wohl damit und ich bin sehr gespannt, was du mir heute zeigst. Okay, zum Thema Drops gibt es eins zu sagen. Der Drop ist ein, ich nenne ihn Mentalmonster. Und eins ist ganz schlimm, gerade unter Männern verbreitet. Man darf, da wird immer das Wort Angst wird gerne vermieden und wird durch Respekt getauscht und sowas. Ich tue das Angstlevel von 1 bis 10 einstufen. Wenn ich sehe, einer ist bei einer 8, hat es keinen Sinn, der kommt da nie im Leben drüber. Alles von 1 bis 7 kann man mit der richtigen Technik beherrschen und kann man durch Testosteron, Dopamin und Adrenalin absolut nichtig machen. Wichtig ist aber, dass die richtige Technik sitzt und dass man sich nur den Drop zutraut, wo Herz und Bauch einem sagen, jo, habe ich drauf, fahre ich. Wenn eure Kumpels den fahren, fahrt nicht einfach hinterher, weil ein Dropsturz ist nie schön und hat meistens immer Blaulicht danach, weil man halt oft über den Lenker geht. Wir gehen das Thema heute langsam an und ich werde auch gleich kurz erklären, woran erkenne ich denn, ohne den Drop zu fahren, wie der sich so fährt. Gibt es da irgendwelche Tricks, Tipps, wie ich von außen schon erkennen kann, oh, der ist aber spooky, also gefährlich und oh, unheimlich, oder halt, der ist easy, da kann ich einfach drüber fahren. Da gehen wir dann gleich rüber und dann werde ich das erklären. Ich freue mich schon auf die Drop-Lektion. Ja, da sind wir angekommen am Schrecken aus Olpe an der, wir nennen sie die glorreichen 7, unsere Drop-Batterie. Ist ein bisschen besonders, so eine Drop-Batterie soll jetzt nicht nach Eigenlob stinken, aber sowas hat auch nicht Winterberg, weil wir haben tatsächlich uns sukzessiv um einen halben Meter immer gesteigert, haben dann noch einen 1,80 Meter Boner reingebaut. Und für die etwas besser fahrenden gibt es halt diesen Kicker und diese beiden Drops rechts. Ich denke, die beiden Drops rechts sind heute vielleicht kein Thema. Vielleicht fahre ich den 2 Meter mal einmal vor fürs Video, damit man sieht, dass die Landung tatsächlich einfach super homogen ist bei dem 2 Meter Drop. So, jetzt sind wir bei dem Thema. Wer kennt es nicht? Ich zeige es mal kurz, wie es so im Bikepark ist. Ja, so, wir nehmen mal noch den Stein hier mit, dann haben wir alle Klischees dabei. Wir haben auch bei den Kurven schon den Mythenmörder so ein bisschen, und das ist auch so ein Mörder. Ich will diesen Drop das erste Mal fahren, bin nicht sehr Drop erfahren, bin Einsteiger. Gehe dann hier so zur Kante und dann stehen die Jungs da. Erstens blockieren sie den Sprung im Park, weil sie draufstehen. Zweitens, umso länger ich in den Abgrund reingucke, umso mehr zieht der Abgrund mich in sich hinein. Das heißt, meine Angst steigt, umso länger ich hier so runter gucke. Dann der Semi-Pro-Tipp, mal gucken, wie der sich so springt. Oh, easy, bis zur Landung. Das ist so ein Oldschool-Trick, da der Stein nicht annähernd meinen Windwiderstand und meine Dichte hat und sowas, ist dieser Test einfach Blödsinn. So, jetzt sagt ihr euch ja, was sagt ihr denn da? Es gucken doch alle immer, wie die Drops sich fahren, indem sie da hochgehen. Ich zeige euch jetzt, wie ihr erkennt, wie man einen Drop fahren muss. Wie erkenne ich, ob ein Drop halt mit Technik, wie heißt die Technik, wie heißt der Franzose, na, hat der Daniel schön gelernt? Paul Maurice Speed Technik, und Maurice genau. Technik. Paul Speed und Maurice Technik, das sind unsere beiden Sprungsachen. Und auch beim Drop können wir beide bedienen. Hier haben wir jetzt einen Drop, die Landung, das hier ist ein Regenauffanghubbel, keine Landung. Die Landung fängt hier an, ohne diesen Hubbel. Von der Landung bis zum Drop ist es 1 Meter. Der Drop ist aber nur einen halben Meter hoch. Bedeutet, die Sprungweite ist doppelt so lang wie die Fallhöhe. Dies ist gar kein Drop, weil ich nicht falle. So, das heißt, dieser Drop muss tendenziell eher mit Speed gefahren werden, weil ich ja die doppelte Distanz überwinden muss, wie das Ding hoch ist. Wir kommen zum nächsten Sprung. Gut. 1,20 Meter, 1,30 Meter bis zur Landung und 1 Meter hoch. Also immer noch tendenziell eine leicht längere Distanz zu überwinden wie Fallhöhe. Immer noch kein Drop, sondern ein Step Down, weil ich fahre ihn immer noch mit Flow Speed. Dies sind die beiden Anfängerdrops. Warum haben wir die so gebaut, dass die Landung in Klammern so weit weg ist? Weil da bei dem halben Meter haben wir auch die meisten Einschläge hier in der Landung. Warum machen wir das? Weil Einsteiger bei Drops,
dadurch, dass sie halt ein bisschen von der Angst angetrieben werden und sehr nervös sind, tendenziell erstmal ein Ticken zu schnell fahren. Kaum einer fährt einen Drop, wenn er das erste Mal fährt, zu langsam. Das ist nur 10% in der Fälle so bei Einsteigern. Deswegen gerade diese beiden Drops, so dass es nicht schlimm ist, wenn man einfach mal einen Ticken zu schnell ist. Wir kommen zu dem dritten Drop in dieser Batterie, der heute mein Ziel ist für Daniel auf alle Fälle. Dieser Drop ist genau 1,50 Meter von der Kante weg und ist, wie es der Zufall will, genau 1,50 Meter hoch. Das bedeutet, wenn ihr einen Drop einschätzen wollt, das ist ein ganz ausgeglichener Drop. Er hat den goldenen Schnitt, sagen wir dazu. Er ist genauso hoch wie weit weg. Wenn ich jetzt hier von hier unten hier eine Gerade hinziehe, habe ich ein gleichschenkliges, rechtwinkliges Dreieck. Bedeutet, ich brauche bei diesem Drop ein bisschen Speed und ein bisschen Impuls. Die Mischung von beidem und allem, und dadurch fährt er sich total homogen. Wenn wir jetzt nach da schwenken, wo unsere Bikes stehen, da ist rechts ein 2,10 Meter Drop. Ich gehe mal eben hin. Dieser hier ist 2,10 Meter ungefähr. Vielleicht auch ein bisschen höher, vielleicht auch 2,40 Meter, egal. Er ist halt hoch. Ich sage immer 2 Meter, ist natürlich, weil ich habe, wenn ich hier bin, 2,42 Meter, weil ich Volleyball gespielt habe. Er ist eher 2,40 Meter hoch. Aber ist egal, spielt ja keine Rolle. Weil das Wichtige bei dem Drop ist, wenn ich jetzt hier hingehe, 1, 2, fast ein halber. Er ist tatsächlich auch wieder ganz genau so hoch, wie die Landung weg ist. Bedeutet, auch dieser Drop hat den goldenen Schnitt und fährt sich einfach toll. Der Unterschied zum 1,50 Meter Drop ist marginal und zu vernachlässigen. Lediglich in der Mentalebene, da sind Waldschrade unterwegs, gut. Lediglich in der Mentalebene stellt der 2,40 Meter hohe Drop hier einen riesen Unterschied zu dem 1,50er dar, weil er einen etwas anderen Fokus auf den Park hat und weil er halt einfach höher ist. Jetzt kommen wir zu dem einzigen Drop, zu dem einzigen echten Drop, den wir hier im Park haben. Das ist dieser, der nochmal einen guten halben Meter höher ist, knapp 3 Meter, und wo die Landung aber trotzdem nur 2,40 ist. Das ist der einzige, der ein echtes Fallerlebnis einbringt, weil man mehr fällt, wie dass man weit springt. Davon gibt es in vielen Bikeparks kaum noch welche. In Winterburg steht ein ganz knapper, enger vor dem großen Road Gap. Fährt aber kaum jemand, der ist so 3,50 hoch, und dann fährt man tatsächlich in Schritttempo runter. Cooles Gefühl, weil das einzige Gefühl des echten Fallenlassens hat. Ähnlich rausspringen von einem Fallschirmsprung oder bei einem Bungee-Sprung, wenn man losspringt. Man fällt einfach erstmal runter. Die Step-Downs sind insofern gesehen halt zum Üben erstmal easier, weil man halt mit relativ viel Speed fährt und in einer gleichmäßigen Kurve bleibt. Beim Drop fällt man tatsächlich runter, und beim Step Down fliegt man sogar weiter, wie dass man fällt, und man kriegt eigentlich von der Fallhöhe überhaupt nichts mit. Das Ganze war jetzt theoretisch und hat er ja schön gesagt, und jetzt ist der Daniel dran, das halt auch praktisch mit mir zusammen umzusetzen. Ich bin schon total happy. Ich wollte dich ja heute auch mal ein bisschen, ich will ja auch, dass deine Zuschauer sehen, dass du mal aus deiner Komfortzone rauskommst. Ja, ja. Danke. Und ich sage mal, das Gefühl von, wenn man quasi, um es plattdeutsch mal wieder zu sagen, die Hoden hier oben am Hals hat, ne? Das gehört dann beim Dropfahren definitiv dazu, aber das schwindet ja mit der Erfahrung dann irgendwann. Ja. Das war, erste Runde war jetzt mit Technik, zweite Runde jetzt mit Speed, und jetzt soll, glaube ich, die Landung viel smoother sein. So, jetzt bin ich das zweite Mal mit Speed gefahren. Beides sind Extremvarianten. Der eine war extrem langsam mit extrem explosiver Technik, und der zweite war schon ziemlich flott für so einen kleinen Drop. Bei dem zweiten, ich habe vorher den Ring hochgeschoben, da wir es staubig haben, kann man das vielleicht hier sehen. Bei der zweiten Version bin ich ja gut, ich schätze mal, 3 Meter weiter geflogen. Habe aber trotzdem fast 3 Zentimeter weniger Federweg gebraucht. Das bedeutet, umso länger meine Flugkurve wird, umso schwächer wird der Impact. Umso mehr ich falle, umso stärker ist die Aufprallenergie, wenn ich aufkomme. Die Landung hier ist schön lang.
Man hat lange Zeit, sich auch auf die Kurve vorzubereiten. Ich habe ja gesagt, das ist der Sprung der goldenen Mitte. Ideal fährt man ihn also so schnell, würden wir ihn nicht fahren, sondern wir fahren ihn so, dass wir mit ein bisschen mehr Impuls fahren. Aber dann halt ungefähr genau so ein Zwischending von den beiden Extremen, die ich gerade gefahren bin. Man kann den noch schneller fahren, dann muss man ihn aber sogar wegdrücken. Und das wollte ich dir jetzt nicht zeigen, weil das ist auch eine fortgeschrittene Technik, die wir jetzt noch nicht brauchen. Und Impuls heißt, ich gebe Vorderradimpuls. Das machen wir jetzt. Das zeige ich jetzt auf dem 1-Meter-Drop. Ich gehe mal wieder auf den 1-Meter-Drop. Ich habe heute wirklich ein Kalorienverbrennprogramm. So. Was bringen Bikeschulen so bei? Viele sagen zum Beispiel, wenn du so einen Drop fährst, oder du wirst es auch viel vielleicht sehen, Daniel, im Park. Bevor die so einen Drop fahren, machen die so einen Rebound-Hop. Gehen einmal ins Fahrwerk und hüpfen runter. Schön und gut, um den eigenen Mumm zu stärken und zu sagen, jo, dann komme ich über die Kante. Hat aber den Nachteil, wenn ich einen Rebound-Hop mache, muss ich schon relativ zügig unterwegs sein, weil beide Räder gehen gleichzeitig in die Luft. Es sollte dann so schnell sein, dass bevor das Rad runterkommt, es an der Dropkante vorbei ist. Deswegen tue ich diese Technik nicht bevorzugen, weil, wie ich dir auch schon beim Sprungtraining erzählt habe, es fährt ja erst das Vorderrad drüber und dann das Hinterrad. Und das bedeutet, ich setze wie bei jedem Sprung Vorder- und Hinterradimpuls nacheinander. Das Tolle für den Daniel beim Droppen ist, wir brauchen keinen Hinterradimpuls, weil das Hinterrad muss nichts machen beim Droppen. Alles passiert übers Vorderrad. Und zwar machen wir Folgendes. Wir fahren, man möge es erraten, wie wir diesen Sprung wohl anfahren. In welcher Position, Daniel? Im Gorilla. Im Gorilla, boah, super der Mann. Weil sonst können wir keinen Impuls machen. Im Gorilla? So, jetzt, ich gucke schon zu der Kurve und dann merke ich, dass das Rad auf einmal weggeht. Und dann schiebe ich das Rad kurz, nur kurz, nach vorne durch, bis das Hinterrad drüber ist. Das ist ein Bruchteil, eine Sekunde vielleicht. Und dann gehe ich wieder in den Gorilla, damit ich für die Landung oder wahlweise je nach Drophöhe auch in die Giraffe, je nachdem wie stark die Landung ist, damit ich die Landung wieder abpuffern kann. Du bist das Gap im Wald gefahren und du bist unten den 8 Meter Table gefahren. Rein von der Airtime ist das also hier so gesehen eine Witzfigur. Was stellt dem Problem an Drops dar? Also gerade besonders hier irgendwie, sehe ich einfach, wenn ich hier gewesen bin, immer wenn ich mit dem Lift hier hochfahre, legen sich die Leute hier auf die Nase. Und da ist dann mal neben der Wiese ist immer Fotoschießen, hier von der Drop-Batterie angesagt. Und ich sehe einfach ständig Stürze und deswegen hat sich das so etabliert. Okay. Das Problem ist, die meisten Stürze erfolgen hier. Ich kann es kurz erklären, warum. Weil eben nicht, so wie du das gelernt hast, hier mit Vorderrad- und Hinterradimpuls gearbeitet wird, sondern mit einer Gemeinschaftstechnik, wie zum Beispiel dem Rebound-Hop. Der das Problem hat, wenn ich hier mit dem Rebound-Hop runterspringe und ich springe mit Vorder- und Hinterrad gleichzeitig, bleibt das Rad ähnlich wie beim Table, halt so wie die Schräge ist, hier jetzt in der Geraden. Das bedeutet, ich lande hier im Gefälle mit dem Hinterrad zuerst. Und was beim Table noch ganz nett ist, wenn man oben drauf landet, wird hier dann der Schnappmesser-Effekt. Deswegen ist der Manual-Impuls extrem wichtig hier. Wir lassen den halben Meter weg, weil der echt viel zu weit, viel zu schnell gefahren werden muss. Das hat mit Droppen überhaupt nichts zu tun. Wir fahren diesen Step-Down in 1 Meter, damit fangen wir an. Ich denke, da kriege ich dich jetzt auch drüber. Und dann sollst du erstmal gucken, wie gutmütig der ist. Deswegen fahren wir den jetzt erstmal mit dem Engländer, also mit Paul Speed. Paul Speed. Bis jetzt hat der Daniel mir immer vertrauen können. Ich sage, er fährt einfach in meinem Speed hinterher und muss quasi kaum Impuls setzen, sondern nur mit Speed runterfahren. Wir sind gespannt. Ich habe zum Beispiel Schiss, wenn, dass ich nicht rechtzeitig den Impuls mache. Ja, und runterfällst. Und runterfalle einfach, genau. Du kannst den Impuls auch noch in der Luft machen, ne? Also alles gut, es gibt keinen rechtzeitigen Impuls. Ah, okay. Also wie ich dir auch bei den Tables erklärt habe, man kann noch in der Luft retten. Ja. Wenn man merkt, man kommt. Aber glaube mir, wenn wir den 1 Meter fahren,
In der Geschwindigkeit, in der ich jetzt vorfahre, gibt es keinen Nosy-Effekt. Oder wenn, ist der marginal, also kaum zu merken, weil die Landung ist relativ steil. Mhm. Okay. So, du bist direkt hinter mir. Das ist so schlimm immer. So Leute, was mir noch extrem wichtig ist, bei so Geschichten im Bikepark, wenn ihr das Ding anfahrt und ihr seid auf No Return vorbei, wo man nicht mehr ausweichen kann, macht auf gar keinen Fall auf dem Hindernis, also in dem Fall beim Drop, eine Vollbremsung. Mega gefährlich. Erstens, wenn ihr es nicht schafft, rechtzeitig anzuhalten, fallt ihr flach wie ein Stein runter am Drop und fallt unter Umständen auf euer Fahrrad und könnt wie der junge Mann im Bikepark Winterberg tatsächlich sofort an euren Verletzungen erlegen und seid gestorben, nur weil ihr gebremst. Wenn ihr am Point of No Return vorbeifahrt, dann so wie es halt bei dem River Gap aus dem Wald war, dann lieber in der Landung stürzen als in dem Hindernis. Niemals. Ne? Zweiter Punkt, man macht keine Vollbremsung auf einem Drop, weil wenn noch andere im Bikepark fahren und die wollen den Drop auch fahren und sind hinter dir, fahren die dir, ohne dass sie was dafür können, volle Kanne hinten rein. Deswegen immer wenn Chicken Way fahren, ist die Chicken Way Möglichkeit, also am Drop vorbeifahren, vorbei, ziehe ich durch. Es gibt kein Zurück mehr und es gibt kein Bremshebelziehen mehr. Wer Probleme hat mit der Bremshebelziehsache, weil das ist ja hier so ein Impuls, der fährt bitte im Death Grip, weil dann sind es zwei Impulse, damit man bremsen kann. So ist es nur der eine. Das geht viel schneller wie so. Ungefähr die Hälfte der Zeit. So, jetzt gehen wir den 1,50er an, oder Daniel? Ja. Ja. Das freut er sich aber. Das freut mich. Daniel, denk an das, was wir bis jetzt hier geleistet haben. Es hat immer geklappt, oder? Ja. Wir fahren jetzt einfach. Go? Genau. Okay. Go. Oh shit, der Speed danach hat mich ein bisschen überrumpelt. Ah. Scheiße. Das ist einfach dieses Ding, dass ich, ja, ich muss halt dann noch lernen, dass ich mir selber dann vertraue, ne? Ja, das kannst du natürlich, das ist natürlich nochmal mental nochmal eine andere Nummer, sich selbst zu motivieren, ne? Ja. Wenn kein Buddy dabei ist, der einen da drüber zieht. Das hilft ungemein, ne? Also, weil du musst dir eigentlich um nichts Gedanken machen, ne? Der Typ macht schon, ich fahre nur hinterher. Ich mach einfach wie der, ne? Das ist halt so ein Gefühl, das ist toll eigentlich, ne? Ja. Aber natürlich musst du dann, wenn du das nächste Mal hier hinkommst, dir den auch selber zutrauen. Ja. Und vor allen Dingen ganz wichtig, wenn du dann deinen Speed gefunden hast, den versuchen 10 Mal genau gleich zu fahren. Dann weißt du, okay, das ist jetzt in meinem Repertoire drin. Wenn du dann jedes Mal anders landest und anders die Kurve fährst, musst du noch länger üben, bis du die nächste Level fahren kannst. Ja. Ne? Okay. Los geht's. So, und wenn ich dir jetzt sage, der 2,40 Meter da fährt sich genauso, sagst du ja, du hast sie ja nicht alle, aber ist tatsächlich so. Aber den fährst du erst, wenn der da wirklich absolut automatisiert ist. Und ohne Hoden im Hals, ja genau. Wenn du den ohne Hoden im Hals fahren kannst, Männer wissen, wovon ich jetzt rede. Das ist der Blick, wenn ich da oben stehe. Ich gucke mir das an, ich sehe nicht, wo die Landung ist. Das sieht mega hoch aus, weil ich da runter gucke in den ganzen Park. Deswegen nennen wir das Ding ja Mentalmonster. Aber was habe ich dir dazu gesagt, wenn man die Landung nicht sehen kann? Schon bei dem Gap aus dem Wald raus. Dann ist es leicht, in die Landung zu springen. Genau, dann ist das nämlich eigentlich leichter. Leider sagt das Gehirn, Hilfe, ich kann die Landung nicht sehen. Boah, geil, ich hätte nicht gedacht, dass ich das mache. Danke. Echt krass.
18. Oh. Leute, ja, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe irgendwie den 1,50 Drop gemacht, wo ich echt oben stand und mir dachte, das mache ich einfach nicht. Also echt tausend Dank. Das ist echt, also krass für mich einfach heute. Weil für mich war Drops bisher echt immer der Horror und mir hat, also heute, der Tag hat mir einfach gezeigt, dass ich schon diesen Vorderradimpuls mache, irgendwie automatisiert, dann, wenn es benötigt wird, wovon ich aber nicht wusste, dass ich das mache. Und da kommt man vielleicht selber einfach gar nicht so drauf und ja, du hast mir auf jeden Fall geholfen, die Angst heute ein bisschen zu nehmen. Genau, was beim Thema Drops wichtig ist, ist sehr viel, dass man halt Erfahrung sammeln muss. Das geht nur, indem man droppt. Das kann man, es gibt keine vergleichbaren Sprünge vom Gefühl her. Ich habe dem Daniel heute gezeigt, dass es ein Unterschied ist, ob man einen Drop als Step-Down fährt, also eher mit Speed, in einem Flow-Tempo, oder ob man wirklich bewusst verzögert, langsam fährt und dann halt mit dem Vollradimpuls oder wie viele nennen Manual-Impuls einfach das Rad durchschiebt. Ist ein Riesenunterschied vom Springgefühl her. Leute, lasst euch eins noch gesagt sein, Drop-Batterien sind das Beste, um Drops zu üben, weil man immer die gleiche Landung hat in der Regel und weil die Sprünge sukzessiv aufeinander aufbauen und die Jungs, die gebaut haben, sich was dabei denken. Mhm. Springt nicht irgendwelche wilden Sachen im Wald, die da einer aus Holz hingezimmert hat, weil da kann euch auch keiner retten, wenn ihr da stürzt. Und habt keine Angst vor der Landung, macht nach der Landung erstmal gar nichts, sondern erst wenn das Rad wieder unter Kontrolle ist, irgendwelche Bremsmanöver etc. Weil das sind die meisten Stürze und halt eine vernünftige Technik, das hat der Daniel schon im Blut zum Glück jetzt, auch schon durch den ersten Kurs. Dann kann man alle Drops fahren, frei nach dem Motto I only ride park. Der Drop ist das Mentalmonster, glaube ich. Das ist die größte Herausforderung, mit die hier steht im Bikepark, nach dem großen Kicker da unten. In dem Sinne hat es mir Spaß gemacht, das Thema heute mit Daniel abzuarbeiten. Ja, mega. Lasst gerne ein Abo da, schaut doch mal bei Thomas bei Free and Ride auf dem Kanal, auf der Website nach. Alle Links findet ihr unten in der Beschreibung. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, Leute. Ciao.